Und was ist mit diesem Kerl? Peter? Ich hab Schluss gemacht. Tut mir leid. Hoppla, hab doch noch nicht fertig gelogen. Willst du wissen, warum ich Schluss gemacht habe mit Peter? War Peter kein guter Samariter? Nein, ich habe mit ihm Schluss gemacht, weil ich immer nur an dich gedacht habe, wenn ich mit ihm zusammen war. Oh, das ist ja ein super fröhlicher Kaffeeklatsch. Ich hätte gern noch eine Chance, Warden. Mein Kaffee fängt an zu tanzen. Und, würdest du es denn nochmal mit mir versuchen? Natürlich. Aber es ist ein bisschen kompliziert. Oh, du hast eine Freundin, stimmt's? Naja, ich... Ist es ernst? Es gibt noch keine zweite Zahnbürste. Ich habe dich leider in eine peinliche Lage gebracht. Nein, schon okay. Ich brauche nur etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Natürlich. Du musst dir Zeit lassen, kann ich gut verstehen. Schon entschieden? War ein Witz. Hör zu, tu, was du tun musst und informier mich irgendwann, okay? Danke, dass du gekommen bist. Ja, ich bin froh, dass du angerufen hast. Oh Mann. Wie einfach sind Sackratten dagegen? Hey, das glaubst du mir nie. Zoe ist klar geworden, dass sie einen Riesenfehler gemacht hat und mich wiederhaben will. Ist das verrückt oder verrückt? Nein. Wieso nein? Komm mit, ich zeig dir was. Rose? Oh, hi, Süße. Ich habe meine Zahnbürste dabei. Das ist verrückt. Du hast dich tatsächlich entschlossen, zu mir zu ziehen. Ja. Du hast mich so glücklich gemacht. Und jetzt brauchen wir uns nie mehr zu trennen. Nie mehr? Nie mehr wieder. Und jetzt musst du mich entschuldigen. Ich gehe mal nach oben, ob bei den Vögeln alles in Ordnung ist. Toll. Für immer und ewig. Hat sie Vögel gesagt? Ich glaube, es sind vier. Aber einer davon war sicher Futter für die Frettchen. Frettchen? Ich glaube, es waren Frettchen, vielleicht aber auch Wiese. Sie hat uns allen jedenfalls eine Tollwutimpfung empfohlen. Oh Gott, was habe ich getan? Na, du hast sie gebeten, einzuziehen. Du hast dem Vampir gesagt, komm ins Haus. Zu meiner Verteidigung, der Vampir ist da gerade nackt gewesen, Mann. Und was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, ich werde meinen Mann stehen und Rose sagen, es war ein Fehler. Das wird gefährlich. Besonders bevor du die Tollwutimpfung hast. Weißt du was Besseres? Keine Ahnung, aber du könntest dir vielleicht sagen, deine Arbeit ruft dich nach Übersee. Oder du wärst todkrank. Oder dass du schwul bist und es satt hast, gegen die Gefühle anzukämpfen, die du für mich hast. Ich werde Rose nicht anlügen. Wer ist denn eine Lüge? Fühlst du es auch? Wir sind wie siamesische Zwillinge, nur müssen wir uns keine Organe teilen. Wenn wir es nicht wollen. Hör zu. Ich würde gern was mit dir besprechen. Nur zu. Gott, ist das schwierig. Sag's nur, ich finde, wir beide müssen über alles reden können. Gut. Es ist so, ich liebe Alan.